wäre nicht so weit weg. Also, komischer Blickwinkel, ne? Ich bin gerade entführt worden. Mitten in der Stunde standen so zwei komische Gestalten im Anzug und Sonnenbrille da und haben mir irgendwas erzählt von wegen, ich bin verhaftet, weil ich irgendwelche Sachen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist mein Junggesellenabschied. Also, solange ich noch sprechen kann, dachte ich, nehme ich ein kurzes Video auf. Hm. Wenigstens darf ich kurz auf Toilette gehen vorher. Wir gehen aber jetzt nicht auf den Flohmarkt in der Metro, oder? Guck mal, die sind alle nur für meinen Junggesellenabschied da. 4.500 Leute. Ja, also ich muss hier, ich kann so ein bisschen spinksen. Neben der Tatsache, dass hier eine getragene Hose liegt, die nicht für mich ist, sind da ganz viele Grillutensilien dabei und Bier und Beefy. Und also offensichtlich gibt es irgendwo in der Sonne was zu trinken und zu essen. Hofft er. Glaube ich. Es sei denn, die wollen mich als Spanferkel opfern. Das kann auch sein. Also die Jungs haben sich echt Mühe gegeben, offensichtlich. Die haben nicht nur bei McDonald's, wo wir uns gerade was zu trinken geholt haben und ich mich wenigstens kurz waschen durfte, eine Schlägerei organisiert mit echt guten Schaustellern, die sich wirklich fies beschimpft haben, sondern die haben auch noch gleich allen Bescheid gesagt, dass hier auf der Autobahn auch jeder mit dabei ist, wenn ich Junggesellenabschied habe. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, ne? Aber da hinten liegt, glaube ich, ein Zelt und eine Kehrschaufel. Ich weiß noch nicht genau, was draußen wird, werden wir sehen. So, wie wir sehen, anhand der Nummernschilder, die alle nicht mehr so sonderlich weiß sind, sind wir nicht mehr so sonderlich in Deutschland. Wir sind in Schottland. Wir sind in Schottland. Also, wir sind in gerade, glaube ich, in Den Haag. Und ja, jetzt fahren wir zum Europäischen Gerichtshof und da wäre ich abgegeben. Verstoß gegen irgendwas. Ja. Gegen Menschenrechte. Zu viele YouTube-Videos hochgeladen. Das konnte quasi ein normaler Mensch kann das eigentlich. Noch eine Viertelstunde. Sagen. Mal gucken, dann weiß ich vielleicht, was wir tun. Ein normaler Mensch kann die Flugzeuge. Aber wir sind da. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Es ist ein Vakanzi-Park mit Tiki-Bad. Wir kleiden uns jetzt als Indianer und dann gehen wir baden. Was ist das hier? Wem ist die? Das ist, weiß ich nicht. Das ist deine, ne, Max? Das ist nicht meins. Mal gucken, was wir machen. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Also ihr seht, der Koffer ist von mir. Ich habe den nicht gepackt. Ich habe so das Gefühl, wir bleiben länger hier. Ah. So, ich muss mir... Wie viele Passbilder brauche ich denn? 17. Es gibt 5 oder 1? Was muss... D, SUB. Also ich brauche jetzt wohl ein Passbild. Bunt, schwarz-weiß, was? Ach so, hier. Also wir brauchen Passfotos. Ich weiß nicht, was die Jungs vorhaben. Ja, also nochmal zurück, wir sind in irgendeinem Spaßbad-Gedönsdings. Achso, warte, nee, 5 muss ich jetzt nehmen, die da. Genau. Farbe, ja? Ja. Oder wollt ihr 24 haben? Ja, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit zwei erwachsenen Männern in ein... in was auch in so ein Fummelfoto-Dings gehe. Das geht irgendwie hier nicht. Fummel, das okay. Kommt diese Maschine geeft Ihnen Wisselgeld. Ja, verder naar de kassa. Ja, ich kann jetzt 5 Euro reinstecken, dann kostet es aber auch 5 Euro, weil es gibt kein Wechselgeld. Ja, dann ist okay. Das so. Wir sind spendabel. So, wir machen jetzt Passfotos. Das braucht man offensichtlich. Ich weiß nicht wieso. Unser ernstzunehmendes Passbild. Ich muss gleich noch eins machen, pass auf. Die Fotos wurden verwendet. Ha! Sehr gut. Du hast drumherum den Freizeitpark Grünrail, der auch noch, was seine Achterbahn angeht, so an Phantasialand rankommt. Nicht ganz so groß. Also offensichtlich sind wir in einem Schwimmbad-Freizeitpark-Mixdings mit extrem großen Möwen. Warte mal da. Und wie der Max gerade sagte,
ist das hier das größte Spaß-Wasserrutschen-Park-Moped der gesamten Galaxis. Was der Max nicht weiß, dass ich in Italien mal bei einer Wasserrutsche fast draufgegangen wäre. Ja. Ich weiß nicht, ob die Christine euch das gesagt hat, als wir am Gardasee waren. Ja. Sehr gut, also die nehmen einfach in Kauf, dass ich sterbe. Richtig. Oder aber, dass ich mir vor Angst in die Hose scheiße. Ich würde mal sagen. Nee. Mal gucken. Warte. Wir nehmen halt die Kinderrutschen und machen da auf cool. Das ist ja, mal gucken, wie lange wir überleben, bis wir verletzt sind. Wir machen das jetzt ganz klassisch wie bei Hangover. Also einer von uns muss mit Gips zurückfahren, sonst zählt's nicht. Gips habe ich schon. Oder einem Zahn weniger. Scheiße, Max hat schon Gips. Dann muss der Dennis mit weniger Zähnen zurückfahren, sonst zählt's nicht. Ich muss ja Zähne behalten, sonst kann ich bei der Hochzeit nicht grinsen. Ist auch scheiße. Jetzt 5:30. Bis 22 Uhr hat das Hallenbad offen. Und zwar hat das Hallenbad nur nachmittags und abends offen, während der Freizeitpark vormittags und nachmittags offen hat. Das heißt, abends gehen wir baden, damit wir nicht duschen müssen, und morgens gehen wir in den Freizeitpark. Und über wie viele Tage machen wir das? Das machen wir heute und morgen. Heute und morgen. Das ist ja super. Und wir fahren morgen Abend oder am Dienstag? Sehr gut. Cool. Wie lange braucht ihr zum Aufbauen? Das wirst du gleich rausfinden. Bei Junggesellen Abschied ist es eigentlich so, dass der Bräutigam... Ich bin auch kein Bräutigam. Ich kann nicht. Ach, scheiße. Ja, Mitleid. Also wir haben noch keinen Fuß in das Zelt gesetzt, da war es schon kaputt. Entschuldigung, Alina. Also Dennis hat uns eben erzählt, dass er in seiner Jugend zusammen mit Bear Grylls gekämpft hat. So als erfahrener Hardcore-Kämpfer. Weiß ja ganz genau, wie das funktioniert. Und er hat uns jetzt auch gleich gezeigt, wie wir das Zelt, das gerade kaputt gegangen ist, wieder reparieren. Wo ist eigentlich mein Teddybär? Ja. Und jetzt wird der Dennis uns gleich zeigen, wie man aus Eigenurin und Dung eine schöne Heizung bastelt. So, also wir gehen jetzt in das Spaßbad gleich. Dazu muss man natürlich Badeklamotten anziehen. Die Christine hat echt alles eingepackt, was ich theoretisch brauche. Auch Badeklamotten. Nur, ich glaube, ich war seit ich 25 bin nicht mehr schwimmen. Und dementsprechend passen mir die Hosen sicherlich nicht mehr. Das weiß ich, weil ich die letztens erst für den Hollandurlaub ausprobiert habe und dann lieber ohne gefahren bin. Ich gehe mir jetzt also eine Badehose kaufen. Und die Jungs kommen mit, Bier kaufen. Los! So, ich setz mich mal. Ich hatte ja einen längeren Tag als die zwei, ne? Ich guck den beiden jetzt mal zu. Also, das ist Bear Grylls und das ist... Ich weiß nicht, ja, noch so ein Survival-Profi. Es gibt doch bei dir, Max, diese Survival-Brüder. Da hat der eine auch lange Haare und der andere eine Glatze. Ich konnte euch leider nicht mitnehmen. Wir waren jetzt in diesem Spaßbad. Das war ganz witzig. Wir hatten aber überhaupt keinen Spaß, nein. Da waren ein paar Rutschen, die tatsächlich ein bisschen schnell waren. Und ich habe mir ein, zwei, dreimal wehgetan. Das liegt aber daran, dass ich einfach sehr viel rumheule bei sowas. Nein, ich war einfach schneller als die anderen und deshalb bin ich ständig an die Ränder gehauen. Kugelblitz. Ja. Der Max hatte am meisten Spaß, war aber am langsamsten. Max hat sich so ein bisschen gefreut wie Patrick von SpongeBob. Das war sehr witzig. Ja. Und jetzt versucht Max aus den Resten von 18 Grills und einem alten VW Beetle einen Grill zu bauen. Wenn das nicht funktioniert, dann überfallen wir die Nachbarn einfach. Oder teilen uns einen Beefy für heute. Ich verstehe, was du vorhast. Hört sich auch nicht so an, als wäre das... was Positives, klar. Ja. Das sieht super aus, Marc. Was auch immer du da tust. Also positiver Nebeneffekt, ich war Ewigkeit nicht mehr schwimmen. Das hat echt Spaß gemacht. Also wir waren ja nicht schwimmen, wir waren rutschen und planschen. Und das war witzig, das hat echt Spaß gemacht. Eine coole Idee von den Jungs. Und ich musste mir eine neue Luftmatratze kaufen, damit ich gleich zelten kann. Und eine neue Badehose. Weil die Badehosen, die Schatzi mir eingepackt hat, sind ein paar Jahre alt. Also bestimmt 10. Schade. Aber jetzt habe ich eine neue Badehose. Richtig. So, jetzt gucken wir, dass wir irgendwie den Grill ins Laufen kriegen. Dann grillen wir, trinken ein paar Bier und morgen nehme ich euch mit in den Freizeitpark. Ich habe den normalen Ketchup gegessen, der war nicht so scharf. Aber der den normalen Ketchup gekostet. Und war das Hähnchenfleisch scharf? Ja, ich glaube, das war irgendwie Tex-Mex. Ja, Tex-Mex. Das ist immer genau das, was... Das ist
Heute Barbecue, ja. Heute Barbecue. Brennt viermal. Island wäre so kaputt gegangen. Ich kann nicht so gut scharf. Ist nicht so meins. Die Gefahr, dass Dennis wieder sagt, ich bin weicher, ich habe Rückenschmerzen. Tun so ein paar Körperteile wie von gestern vom Wasserrutschen. Das war aber wirklich witzig. Wir bauen jetzt ab, besorgen uns einen vernünftigen Kaffee und dann, man hört das vielleicht nebenan, geht's in den Freizeitpark. Wie ein altes Ehepaar. Wo ist das ein Problem, wenn ich die falte, wie ich möchte? Du musst danach in eine Tüte rein, wo sie dreimal reinpasst. Ist das relativ wupp. Kannst du das bitte filmen? Weil das würde ich gerne nachweisen. Ist schon lange an. Der Dennis zeigt uns jetzt, wie man dieses Ding faltet. Aber während der Dennis da schon mal die ersten Schritte macht, das Mysterium um die Kehrschaufel ist übrigens noch nicht gelüftet. Wir haben eine Kehrschaufel dabei, falls wir hier den Rasen kehren müssen. Da zum Beispiel die Taubenfedern weg. Hast du übrigens schon unser Abbild für die Nachwelt festgehalten? Nee, sowas macht man nicht. Dann denken die Leute, dass wir Assis sind. Wir sind Assis. Entschuldigung. Wir haben so ein bisschen den Rasen verkokelt. Da unser Grill, ja, man kann das eigentlich nicht grillen, denn der Unfall, den wir dabei hatten, der stand nicht alleine und da mussten wir das auf den Boden setzen und jetzt fehlt da ein Stück Wiese. Tut mir sehr leid. Ja, aber du hast das irgendwie ganz komisch gedrittelt irgendwann. Ja, der hat es wirklich hingekriegt. Jetzt habe ich zu viel gequatscht, aber er hat es hingekriegt. Einfach mal Profis vertrauen. Schön machst du das. Hier, Schatz, ich kann doch einen Besen benutzen. Das war doof, ne? Das heißt, dass du es jetzt zu Hause auch machen musst. Ja. Ich hab den lebenden Beweis. Guckt sie sich deine Videos an? Hä? Guckt sie sich deine Videos an? Ja. Ja. Vor allem die Videoblogs. So, wie soll jetzt das Ding in die Tasche passen? Ich hoffe, du hast bei der Mafia irgendwelche guten Tricks gelernt. Ja. Ich hab nur drauf rumzustehen und zu filmen. Mit meiner Kamera könntest du auch mal was machen. Ich hab genug gemacht. Ist schon ganz gut, dass man mal sieht, dass ich auch was tue. Bist du dir sicher, dass das da reinpassen sollte? Theoretisch, ja. Theoretisch, ja. Wahrscheinlich sollte eigentlich auch noch das Gestänge da reinpassen, aber das ist... Okay, das ist doch unmöglich. Ja, kann sein, dass wir es nochmal rollen müssen. Ich meine, wir können es auch so einpacken ins Auto. Du musst es ja zu Hause eh auspacken. Ja, aber es nimmt du jetzt so jetzt doppelt so viel Platz weg. Das ist egal. Das passt doch. Du musst einfach nur ein bisschen was mehr Druck drauf. So, jetzt sind wir fertig mit Abbauen. Jetzt Kaffee, Frühstück, dann Phantasialand. Keine Ahnung, aber es sieht lecker aus. Das ist schön hier. Ist cool. Das wird erstmal gefrühstückt und dann gehen wir in den Park. Guck mal, Max, kannst du den Dennis irgendwo sehen? Der fällt unter den ganzen Kindern gar nicht auf. Oder so. Alle gleich groß, Dennis ist nicht da.
Vielleicht schaffe ich den Tag ohne zu kotzen. So, und das Ding aus Holz da hinten ist einer der Schlimmeren. Ja. Einer der Schlimmeren. Das ist nicht Holzoptik, das ist Metall. Aber da durch die Bäume ist ein Achterbahn. Wir Achterbahnen jetzt mal. Ein Achterbahn-Moped. Der Dennis hat übrigens freien Eintritt gekriegt, ne? Weil es gab letztes Jahr einen Maskottchen-Doppelgänger-Wettbewerb, ja? Bei dem das echte Maskottchen Platz 2 belegt hat und Dennis Platz 1. Quark. Der Geräuschpegel hier von den Kindern ist ungefähr der gleiche Geräuschpegel, den Max gestern alleine auf jeder Rutsche gemacht hat. Pass auf! Ich bin mir nicht so sicher, ob das für unsere Größe gebaut ist. Mit dem Bügel bin ich mir nicht sicher. So. Das sind seltsam zufriedene Gesichter, die wir da haben. Da. 2 Euro für den Körper. Ich will das groß machen. Kann man das nicht groß machen? Ja. Zumindest Max sieht einigermaßen glücklich aus und Dennis grinst. Ich glaube, er hat nicht 75, sondern 35 gemeint. Also, Max hat es geschafft, sich 32 Mal um die eigene Achse zu drehen. 32 Mal. Da hätte ich schon 31 Mal gekotzt. Also ich glaube, ich habe es 3 Mal geschafft. Ich weiß nicht, Dennis auch ein paar Mal. Aber das ist echt witzig. Jetzt mal, aber ich. Das kann, geht bestimmt nicht mit dem Umschlag. Nee, das darf ich nicht. Wir fahren was Langsameres. Können wir irgendwo. Gibt es hier irgendwie sowas ganz Ruhiges? Das doch immer geht. Musst du nicht aktiv selbst dabei? Ah, nächstes Teil. Womit hast du nicht gerechnet, Dennis? Schalt das mal nach oben, das wird nicht Ich hab gedacht, dass das nicht so übel ist, ne? Das war cool, aber grenzwertig. Cool, aber grenzwertig. Hattest du mir aber Glück gehabt, ne? Ja, noch ist es ja gebremst. Kippen nicht nach vorne, kippen nicht nach hinten, lassen nicht oben hängen. Nee, noch ist die ist einfach gebremst. Die machen das gleich ab. Jetzt. Ich brauche jetzt eine Pause. Die ist echt übel, ey. Das. Oh mein! Nee, Pause. Das war ganz witzig, aber. Guck mal, noch lächeln sie alle und freuen sich. Es gibt nichts Schöneres als dieses blaue Gefühl, das du hast, wenn du gerade da hochfährst. Nee, doch, es gibt was Schöneres. Auf der Couch liegen und ein blaues Gefühl haben, wenn man auf der Couch liegt. Wisst ihr, woran man merkt, dass Sachen wirklich ätzend sind zu fahren? Wenn die zwischendrin beim Schreien aufhören zu schreien. Weil entweder machen die sich gerade in die Hose oder es ist, hat so viel Druck, dass sie nicht mehr schreien können. Dennis hat gesagt, das sieht witzig aus, er macht das jetzt. Wir gucken zu. Nein, wir fahren auch gleich.
So schlimm kann es nicht sein. Die schlimmen Teile haben immer irgendwas über die Schultern. Das hier hat nichts über die Schultern. Das heißt, ich erinnere dich gleich nochmal dran. Das kann also nicht so über Kopf gehen. Also, ich habe die Kamera auf die Sachen, wo es ging, mitgenommen. Seit so einem im Kreisdrehteil bin ich kurz vor Kotzen. Wieso bist du so grün im Gesicht? Und jetzt machen wir nur noch langsame Sachen, das reicht schon. Ich kenne noch so einen Teil mit so ein paar Loopings da. Jetzt siehst du auch aus wie der Busch. Loopings? Loopings? Was für Loopings? Ja, das Fliegeding. Mit dem Looping. Ach, das, was wir gefahren sind, meinst du? Nee. Also das Einzige, was wir jetzt noch schaffen, ist die Sommerrodelbahn. Weil da kann man einfach so lange bremsen, dass man eben so langsam fährt, dass man nicht kotzen muss. Oh, Dennis, hast du gerade gesehen, dass du gar nicht mitfahren darfst? Man muss mindestens 1,40 groß sein. Ja, und du nicht, weil du schwanger bist. So, die letzte Runde, die wir jetzt heute hier fahren, ist die Sommerrodelbahn. Das war echt eine gute Idee von den Jungs. Das hat Spaß gemacht. Wir waren gestern in diesem Erlebnisbad. Jetzt hier heute im, wie nennt man das? Vergnügungspark. Mir war auch eben echt ganz schön übel, aber jetzt geht's. Das Problem bei der Sommerrodelbahn wollte ich mich eigentlich beim Dennis revanchieren. Der ist noch nie Sommerrodelbahn gefahren und ich habe das früher sehr oft gemacht. Und ich bin mir fast sicher, dass ich nicht so viel bremsen werde wie er. Ich würde sagen, der hat jetzt so gute 30, 40 Meter Vorsprung. Wir schauen mal, ob ich den kriege. Also nochmal auf jeden Fall Dankeschön, Dennis und Max, für den Junggesellenabschied. Das war eine coole Sache, es hat Spaß gemacht. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil ich das nicht vorher abkommen sehen. Die haben mich echt alle verarscht, wirklich alle. Die haben mich alle voll gequatscht, dass ich morgen, oder nee, heute eigentlich hätte für Christine die Schichten in der Huta übernehmen müssen, weil sie Junggesellenabschied hat. Ich habe das alles geglaubt. Ich werde älter oder dümmer, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht kommen sehen. Egal, jetzt jagen wir Dennis und das war's dann für heute. So, also für alle, die noch nicht Sommerrodelbahn gefahren sind, ist ganz einfach. Nach hinten ziehen heißt Stopp, nach vorne drücken heißt Vollgas. Dennis ist gerade über die Kuppe, das heißt, für uns gibt's nur eine Möglichkeit, Vollgas. Ah, hat er doch kein Wort. Hab ich schon bekommen. Ach, da vorne ist eine Ampel, die sagt grün. Was ein Glück, bin ich farbenblind, kann sagen, ich habe es nicht gesehen und bin zu früh losgefahren. Ach, da hat er echt gedacht, er hat Vorsprung. Guck mal, wenn man so fährt, muss man nicht bremsen. Ich krieg den nicht, keine Chance. Mist. So, damit jetzt jeder was zu lachen hat, gucken wir jetzt, wer von uns die größte Pussy ist. Ich habe auf jeden Fall, ich gewinne 100%ig. Das würde Sinn machen. Okay, wer zuerst? Ich bin satt genug, keine vier von raus. Das hat nicht mal Spiel. Fünf? Das hat wahrscheinlich nicht mal Spiel gezählt. Alter, da rutscht halt ab, ne? Sitzt das Ding mal richtig? Der Fall dreht sich doch nicht so. Irgendwie sowas, ja. Hey! Komm. Ich hab's gerade erwischt. Du hast 7-7-7 gemacht.